Der erste Teaser zur Season 7 Karte wurde gerade eben auf Twitter veröffentlicht. Wir sehen auch, was uns erwartet in den nächsten Monaten in 2042 an Content sowie an Verbesserungen. Hi Leute, willkommen zurück zu den News von Battlefield. Heute gibt es wirklich spannende Sachen, die wir nicht verpassen sollten. Zuerst lasst mir doch mal gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, denn das supportet mich extrem und zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Ja, ihr habt richtig gehört, Season 7 erwartet uns im März. Und jetzt haben wir den ersten kleinen Teaser-Bild auf Twitter von DICE und EA bekommen. Zu sehen ist ein kleinerer Dorfabschnitt mit mehreren kleineren Supermärkten. Die ganze Sache spielt in Südamerika, der genaue Standpunkt ist bislang noch nicht klar. Die Karte sieht im ersten Augenblick aus wie eine Mischung aus Riga Harbor und sagen wir mal Pearl Market aus Battlefield 4. Ein großer Diskussionspunkt in 2042 war immer die mangelhafte Zerstörung. Dies könnte sich jetzt nun erledigt haben. Wenn wir denn genauer hinschauen im Hintergrund, sieht man wirklich starke Ähnlichkeiten zu denselben Assets wie in Riga Harbor, was zur Folge hat, dass man die Gebäude komplett zum Einsturz bringen kann, was natürlich wieder ein Stück weit Richtung Battlefield geht. Viele in der Community rätseln auch, ob das vielleicht ein Remaster ist von Grand Bazaar aus Battlefield 3, aber da müssen wir abwarten, bis wir weitere Informationen zur Season 7 Karte bekommen. Weiter hinaus dürfen wir ja nicht vergessen, dass ja zwei Karten angeteased wurden. Da bleibt natürlich abzuwarten, ob wir auch wirklich eine zweite Karte bekommen. Zu diesem geleakten Bild gibt es eine passende Roadmap für die kommenden Monate bis zum März. Und in dem sehen wir, was wir zum Beispiel jetzt bekommen demnächst. Und zwar sind das Quality of Life Updates. So ist ab dem 30. Januar bis zum 6. Februar Update 6.3 dran. Da bekommen wir zum Beispiel einen Kinomodus für den Portal-Modus. Damit können wir einfach nach der Runde das ganze Geschehen verfolgen und zum Beispiel auch so Cheater entlarven, was schon wirklich wichtig ist und Gott sei Dank reinkommt. Wobei hier nicht speziell vom Allied Warfare Modus geredet wird, also hier muss man mal abwarten, ob das auch für Allied Warfare hinzugefügt wird. Dann kommen nochmal neue Map Rotation hinzu und zusätzlich ein neues Event, wo man limitierte kosmetische Inhalte freischalten kann und auch natürlich kostenlose Skins im Ingame-Store bekommst. Weiter geht es mit dem 20. Februar bis zum 5. März. Hierbei bekommen wir den Modus Control zurück. Was ich aber persönlich viel interessanter finde, ist hier bei Update 6.4, denn hierbei bekommen wir feste Server. Das bedeutet, dass wir in Zukunft, wenn wir eine Runde in Allied Warfare Modus oder im Portal abgeschlossen haben, nicht mehr zurück zwanghaft ins Menü müssen, um dann da wieder eine Minute warten zu müssen, um in die neue Lobby zu kommen, sondern man kommt halt direkt nach einer Runde in die nächste, so wie wir es auch kannten aus älteren Battlefield-Teilen. Die HUD-Anzeige für die Gunners im Helikopter werden dann auch mit 6.4 nachgereicht, was natürlich bitter nötig war. Vor allem hier nochmal als Erinnerung ist das hier für hauptsächlich den Piloten gedacht, dass man weiß, wo der Gunner überhaupt hinschaut mit dem Geschütz, um sich dadurch natürlich mit seinem Teammate besser verständigen zu können. Warum ist sowas in einem Teamspiel nicht von Anfang an drin? Und dann erwartet uns nochmal ein recycelter Mid-Season-Event, was nochmal neu recycelt wurde. Jetzt halt auf der Karte Discarded und Breakaway. Und hierbei könnt ihr wieder Skins freischalten oder im neuen In-Game-Store neue Bundles kaufen. Wichtig für euch jetzt noch am Ende des Videos zu wissen ist, dass ich beim EA Creator Network Mitglied bin. Das bedeutet für euch, wenn ich eingeladen werde, wie auch zur Season 6, werde ich euch frühzeitig schon Inhalte zur Season 7 zeigen können. Zu den Waffen, Fahrzeugen, zu der Karte und zu vieles mehr. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren, denn hierbei bekommst du so schnell wie möglich Informationen zu diesem Thema. Ich bedanke mich hier herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens in den nächsten Videos zu Battlefield 2042. Explosionen, Explosionen und noch mehr Explosionen. Na, da hat es jetzt nicht so geklappt.